In Deutschland werden für den Bundesnachrichtendienst jährlich etwa 500 Millionen Euro ausgegeben, in Frankreich über 600 Millionen Euro, in Großbritannien 2,3 Milliarden Euro und für die vergleichbaren Geheimdienste der USA 60 Milliarden Euro. Das bedeutet also, unser Bundesnachrichtendienst hat ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und das sage ich ohne Ironie. Willkommen bei der zweiten Folge Piraten erzählen. Heute ist Tina bei mir und wir waren für euch wieder im Untersuchungsausschuss. Und warum? Weil wir Piraten erzählen. In der zweiten öffentlichen Sitzung am 5.6. war wieder eine Sachverständigenanhörung. Es ging diesmal um Völkerrecht, Menschenrecht und verschiedene Rechtsauffassungen. Die ersten drei Sachverständigen waren Völkerrechtler aus Talmon und Korff. Sie hielten alle eine schlichte Wahrheit fest, und zwar, dass bei der rechtlichen Betrachtung der NSA-Aktivitäten im Grunde genommen Menschenrechte und Völkerrechte entweder keine Bedeutung enthalten oder nicht durchsetzbar sind. Spannend war in diesem Ausschuss, dass die drei Wissenschaftler sich eine Debatte lieferten, während die Politiker ihre Fragen stellten. Die Debatte war im Grunde genommen, erklärte das Spannungsfeld zwischen Menschenrechten und Völkerrecht. Denn das Menschenrecht schützt uns Individuen, beziehungsweise ist ein Recht, das das Individuum gegenüber dem Staat schützt, während das Völkerrecht ein Recht ist, das die Rechtsverhältnisse zwischen den Staaten regelt. Zwar hat die Europäische Union einst versucht, eine solche rechtliche Regelung zu erschaffen, und zwar das Safe Harbor Abkommen. Nach dem offensichtlichen Verstoß durch die NSA-Affäre und PRISM ist das Abkommen allerdings bis auf Weiteres eingefroren worden. Und der Einzige, der hier handeln kann, ist die Bundesregierung. Dazu fehlt aber offensichtlich der politische Wille. Selbst wenn Deutschland Amerika vom Internationalen Gerichtshof verklagen würde, würde dies folgenlos bleiben, weil Amerika diese Klagen generell ignoriert. In Großbritannien sieht das allerdings anders aus, denn hier greift das EU-Recht. Und die anlasslose Überwachung und Speicherung aller möglichen personenbezogenen Daten ist ganz klar ein Grundrechtsverstoß, der geahndet werden kann. Der Chaos Computer Club und einige Bürgerrechtsinitiativen haben mit dieser Argumentation bereits eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingelegt. Das Urteil wird im Mai 2015 erwartet. Hey! Zu diesem Thema wurden im zweiten Teil des Untersuchungsausschusses weitere zwei Sachverständige eingeladen, Brown und Miller. Dazu verglich Miller die Grundrechtserklärungen der beiden Länder. In Deutschland ist die Würde des Menschen und deren Schutz das oberste Grundrecht, in Amerika aber die Presse- und Meinungsfreiheit. Während in Deutschland das Zurückhalten von Daten als die Wahrung von Schutzrechten gewertet wird, ist es in Amerika so, dass es als Beschneidung der Presse- und Meinungsfreiheit gilt. Das heißt indirekt, die Amerikaner sind der Überzeugung, dass jeder einzelne Amerikaner so mündig ist, dass bei Abgabe von seinen personenbezogenen Daten an einen Drittanbieter er schon weiß, was er tut. Das bezweifle ich. Seit den 90ern wurden die öffentlichen Dienste immer weiter entstaatlicht und die Verantwortung für den Datenschutz den Unternehmen selbst überlassen. Und wer überwacht die Unternehmen? Gibt es in Amerika eine Datenschutzbehörde? Nein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gesellschaftliche Entwicklung in Amerika nur beschränkt durch Völkerrecht oder Menschenrecht beeinflusst werden kann. Und somit ist es umso wichtiger, dass wir weltweite Standards setzen und versuchen, möglichst viele Staaten an einer Datenschutzrichtlinie zu partizipieren zu lassen. Eine Überraschung wartete noch am Ende der Sitzung. Und es gab einen Antrag der Abgeordneten der Fraktionen der Großen Koalition, dass wir nach Moskau reisen sollen, um dort für eine informelle Befragung uns mit Herrn Snowden zu treffen. Dieser Antrag wurde mit Koalitionsmehrheit angenommen. Doch was bedeutet das? Sollte später der im Grunde einzige Zeuge Snowden nicht vorgeladen werden können, so kann die Regierung sagen: Wir haben ja mit ihm gesprochen. Eine alte Strategie, um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und eine Vorbereitung, um Snowden als Zeuge abzusägen. Die Opposition hat angekündigt, dass sie Snowden im Zweifel zwar über den Klageweg nach Deutschland holen will. Zunächst muss Snowden erstmal dem Gespräch in Moskau überhaupt zustimmen. Und das sieht nicht gut aus. Wir bleiben dran. Bis zum nächsten Mal.